Hallo und herzlich willkommen zurück bei Fear. Tja, wir sollen jetzt hier weiter nach Alice und Harlan Wade suchen. Wir sind hier raus aus dem Fenster rausgekommen. Aber irgendwie sieht es hier nicht sehr einladend aus. Na, okay. Meinte, ich soll auf mich aufpassen, weil sehr viele Bewegungen auf den Satellitenaufnahmen zu sehen sind. Hinten sind keine. No admittance, kein Eintritt. Wen denn? Ich hätte jetzt fast erwartet, die steht hinter mir. Alma? Da bist du ja. Wurde schon wieder gefunden. Das kann doch nicht angehen. Na, was ist los mit euch? Okay. Was mit den beiden? Ich glaube nicht, dass wir hier rein sollen. Shit. Kotzt mich gerade ganz schön an, dass ich so wenig Medikits habe, aber naja. Ja, damit. Damit auch her. Hier oben scheint nichts zu sein. Wir müssen wohl hier rein, da der Lastwagen uns den Weg versperrt. Haben wir jetzt halt den zweiten Eingang. So. Es wird schon wieder dunkel. Oh. Scheiße, verdammt nochmal. Ich stehe wieder da, wie der Ochse vom Berg. Nein, das war voll daneben. Okay. Okay. Boah, wie viel sind's denn noch, ey? Don't you call me a motherfucker again. Also
Also Respekt scheinen die nicht zu kennen. Gut. Medikits im Doppelpack, das gefällt mir. Oh nö! Ein da. Machine Gun. Oh, wir haben ordentlich Rüstung hier. Schon mal gut. Flammenwerfer, Raketenwerfer. Na gut. Tauschen wir den erstmal gegen die Particle Weapon. Mensch, über die Pumpy. So. Boah, herrlich, Mensch. Kann man den nicht für später mitnehmen? Nein, so weit denken wir nicht. Tür ist zu. Okay. Scheinbar muss ich hier rüber, nehme ich mal an. Na, oder auch nicht. Ah, doch, muss ich sehr wohl. Sollte hier rein. Das hasse ich bei einer Pumpy. Eine Streufunktion. Aber nicht mehr lange. Das erste Mal diese Haftgranaten benutzt. Das scheint ordentlich eingeschlagen zu haben. Aber da sind noch mehr. Flatsch hat's gemacht. Boah, das gibt's doch wohl nicht. Schon wieder ganz schön viele, die hier stunk machen. Weiß nicht, wie mir das gefallen soll. Okay, nichts weiter. Ja. Ich bin gut, er hat gesagt, dass hier eigentlich einiges los ist, aber. Hab ich da gerade ein Lachen gehört?
runter. Ich hasse solche Riesengebiete. Ich habe auch lange keinen Boost mehr gefunden. Okay, hier muss ich anscheinend nicht lang. Wir sehen, hier bin ich runtergekommen. Ah ja, hier rauf. Gut. Uff. Checkpoint, okay. Nichts. Wundert mich ein bisschen. Ach, nicht schon wieder. Ich glaube, das... Autsch. Entweder muss ich da schneller irgendwo rein, oder ich sollte mit einem Raketenwerfer drauf ballern. Oder vielleicht auf ein... War da ein explosives Fass irgendwo? Ich nehme mal den Raketenwerfer. Okay, das bringt's auch nicht. Das ist schon wieder ein bisschen komisch. Springen hilft auch nicht. Dann sterbe ich wieder tausende Male, weil ich nicht weiß, was ich machen soll. Am besten hier in Deckung gehen, ne? Ja, das sieht doch schon besser aus. Schweine. Erst lange da rumstehen. Das Gebiet hier ist schon wieder etwas weitläufiger. Das mag ich irgendwie nicht so. Scheinbar dort rein. Mal sehen, ob es hier noch irgendwo was gibt. Hier geht's nicht rein. Nichts. Hier liegen ein paar Granaten. Warum? Die sind nötig. So. Dann gehen wir mal da rein. Schon wieder Helikopter zu hören. Well, the situation in Auburn seems to be intensifying. Shortly after a U.S. military helicopter crashed on the roof of an abandoned hotel, fierce fighting was reported in the surrounding area. Police have expanded their cordon to include Auburn and have begun evacuating residents from the primarily industrial district. Okay. Gibt's hier irgendwo was? Oder war es das nur wegen der Nachricht hier? Scheiß PC. Oh oh.
Dunkelheit nicht so besonders. Okay. Point of Entry Nummer 2. Uff. Bin mal gespannt, wie weit 4 jetzt noch geht. Ich meine, wir sind jetzt hier im 20. Part. So viel hätte ich gar nicht auf der Rechnung. Hatte ich gar nicht auf der Rechnung, als ich angefangen habe. Aber soll es so lange gehen, wie es geht? Ja, na komm. Ich hasse diese Ladebildschirme. Ich weiß, habe ich schon oft gesagt, aber es ist aber auch immer wieder wahr. Na los. Priority is to secure Alice and Harlan Wade. Also mein Gefühl sagt mir an und für sich, dass Paxton Viertel und Alma nicht irgendwie grundlos irgendwie ein Groll gegen Armor Cam hegen. Und dass dieser Mr. Wade, dieser Harlan, irgendwie, naja, schuld ist an deren, ja, sagen wir mal, mieser Laune. Leuchten. Da oben. Den will ich haben, wenn es geht. Na toll, hier hätten wir uns auch anschleichen können. Hier nicht? Okay. Gut, hier geht's nicht. Weiter. Ich bin gerade verwirrt. Irgendwo muss hier was zum Hochklettern sein. Na, man sollte die Glotzen aufmachen. Ich glaube, ich habe da irgendein Fass getroffen. Das ist dem nicht gut bekommen. Na komm. Okay, das scheint den gelangt zu haben. Hey! Rechts mal langsam. Shit. Ich muss wirklich darauf. Dieses Viereck gedrückt halten ist nicht lange genug da, als dass er das aufheben kann. Das wäre wohl wirklich zu einfach. Schade, schade. Aber gut. Hier eben die Leiter rauf. Go, go, go. Aber den Luno. Hm.
Ruhe jetzt da hinten. Da ist auch noch ein Medikit. Hm. Ich von hier aus da hinten. Ja! Schotti! Reflex Boost. Aber ich hätte, glaube ich, auch von anderswo reinkommen können. Ja, so ziemlich. Ich hoffe mal nicht, dass das der Weg ist, wo ich hin muss. Gucken wir uns mal nämlich noch ein bisschen um. Vielleicht finden wir noch irgendwo sogar noch einen Health Booster, das würde mir auch gefallen. Das nicht, aber ein bisschen öfter. Penetrator, nein, danke. Aber die Rüstung gefällt mir auch. So. Na komm. Gut. Dann lassen wir uns mal in diese kleine Grube hier fallen. Geh erstmal hier runter. Oh. Ich gehe mal doch lieber hoch. Gut. Aha. War wohl doch die bessere Idee. Pistole, well. So, wir werden hier auch so nach oben kommen. Aber trotzdem, halt. Hat hier noch was? Ah ja. Ein paar Annäherungsminen, das gefällt mir. Aha. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier gleich was passiert. Spraydose oder Sprühdose, wie auch immer. Könnte hier raufkommen. Hier rüber, aber. Hm. Ist irgendwie nichts. Nichts, das ich sehe, jedenfalls. Checkpoint. Uff. Oh, Scheiße. Das klang nach einem Tod. Gut. Oh, nö. Nur her. Dreckschwein. Die Penetrator hängt in der Wand fest. Hui. Ich glaube, die Mine ist etwas zu weit weg. Müssen immer diese Typen hier dabei sein. Gib mir auf den Sack. So. Und wieder mit. Scheiße. Penetrator. Danke.
Na? Ah, sehr schön. What was this? Ich höre hier noch jemanden rumtappen. Was ist das doch? Voll. Noch so ein großer. Der jetzt hin. Muss ich wohl doch auf, um das Schwein zu kriegen. Sofern der mir jetzt nicht entgegenkommt. Nee, geht ja gar nicht. Obwohl, vielleicht doch. Ja, eben nicht. Jedenfalls nicht von da. Ich glaube, das hat ordentlich gezogen bei dem. Watson Auto Shotgun. Ja, guck mal, einer schau. Die Auto Shotgun. Das ist ja mal interessant. Hier ist er runtergekommen. Oh, oh shit! What? Take cover! I can't! Achso, man kann gedrückt halten. Die feuert einfach automatisch, wie der Name schon sagt. Die einzige Sorge ist nur, dass ich mit der anderen Pumpy irgendwie mehr Muni hatte. Wer weiß, vielleicht ändert sich das ja noch. So, ein Medikit, sehr nützlich. Halt. Watson Auto Shotgun, sehr schön. Hey, die ist gut. Die gefällt mir. So, was haben wir hier? Noch Munition für den Raketenwerfer. Mal wieder 6 Medikits, das ist auch gut. Okay, hier können wir nicht rein. Haben wir hier irgendwas rumliegen von euch? Nö. Okay. Sie ist jetzt nah dran. Ihre Präsenz ist hier sehr stark. Oder am stärksten vielleicht sogar. Ich gehe erstmal hier lang. Ah, wenn ich es könnte. Uiuiuiuiui. Okay. Hier ist ein Checkpoint. Hier werde ich die Folge beenden. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tata!